So, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA 5. Wir haben als letztes hier für Solomon einen Auftrag erfüllt mit Michael. Und so wie ich das sehe, haben wir jetzt hier im Moment keine Aufträge mehr für Michael. Also schauen wir mal, was Franklin so macht. Einen Moment, ich muss nur mal eben hier mein Handy. Zack, so, bah. Spinnweben hier überall an mir, weil ich hier so lange sitze und spiele. Schlimm, schlimm sowas. Ja, dann würde ich mal sagen, wechseln wir einfach mal zu Franklin und werden mal wieder unserem Motto Strictly Franklin wenigstens ein wenig gerecht und schauen mal, was wir mit Franklin so reißen können. Zack, 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 komm. So. Wo habe ich jetzt den Spinnenweben hier eigentlich? Na. Ich frage mich, wie die Spinnenweben hier an mich rankommen. Naja, egal. Wir sind jetzt Franklin, das ist die Hauptsache. Ich will aber... Na, jetzt muss ich erstmal aus dem Haus rausgehen, damit ich überhaupt hier die Übersichtskarte kriege. Wo komme ich denn hier aus meinem Haus raus? Ich war, glaube ich, erst einmal hier in dem Haus, oder? So, raus hier. Ah, oh ja, und da haben wir das schöne Auto stehen. Das ist ein schönes Auto, das ist ein gutes Auto, das wir hier rumstehen haben. So, was ist denn hier los? Warum ist denn hier so ein grünes Dingen? Ist egal. Da, was ist das? Gelegenheit für einen Schnappschuss. Hallo, wer bin ich denn? Da können wir zu Lester, aber wir fahren, glaube ich, direkt mal zu Devin. Und gucken mal, welche Arschlochaufgaben der wieder für uns hat. Und wir machen erstmal das Radio wieder aus. Mal gucken, wie viele Autos ich hier bei meinem Haus stehen habe. Mein Gott, man könnte meinen, ich bin ein Gangster-Rapper. So, mal eben die Sicht richtig einstellen. Ich mag das nämlich immer schön weit hinterm Auto, die Sicht. Genau wie auch bei Racern wie Need for Speed Rivals oder sowas. Ich mag das einfach, wenn ich so den... Oh! Ja, toll. Mein Auto war gerade aus der Werkstatt, du Arschloch. So. Sag ich einfach. Ja, und was habt ihr heute so getrieben? Schreibt's doch mal in die Kommentare rein, weil ich habe festgestellt, unter meinen Let's Plays ist immer reichlich wenig los, was Kommentare angeht. Ich glaube, ich frage euch einfach zu wenig. Deswegen frage ich euch heute, wie war denn euer Tag? Was habt ihr denn heute so gemacht? Habt ihr irgendwas Aufregendes erlebt? Habt ihr selber eine Bank überfallen? Erzählt's mir, schreibt's in die Kommentare. Fände ich echt mal total spannend, so zu erfahren, was meine Abonnenten so in ihrer Freizeit treiben. Obwohl, ich halt ja über Facebook sowieso immer viel Kontakt zu euch. Eigentlich weiß man immer, was bei mir los ist und aus den Kommentaren kann ich auch immer rauslesen, dass ich nur ganz, ganz nette Abonnenten habe. Möchte ich ja nochmal hier erwähnen. Bam, bam. Ja, aber da haben sich die Racer ein bisschen besser fahren lassen. Da ist zum Beispiel ein geiles Racing-Auto. So, da reißt... Ach, scheiße. Ich wollte schnell aussteigen und mir unter den Nagel reißen. Das wird ja dann wohl nichts. Da fährt der einfach weg. Als wenn der nicht möchte, dass ich sein Auto klaue. Ich meine, wer möchte denn nicht, dass ein cooler Schwarzer ein cooles Sportauto fährt? Guck mal, da fährt er da extra raus. Da hat der Schiss vor mir. Mein Gott, mein Ruf eilt mir voraus, glaube ich. Naja. Egal. Wir haben ja ein cooles Auto. Muss ja nicht immer so ein geiler, getunter Racer sein. Ich mag ja sowieso die Muscle Cars tierisch. Also wenn mir von euch jemand gerne einen Ford Mustang schenken möchte, am besten aber ein amerikanisches Modell mit V8-Motor, tut euch keinen Zwang an. Schreibt mir, lieber Gameblamer, ich möchte dir einen Ford Mustang schenken. Bin ich sofort dabei. Ne, warum soll man nicht mal das Ganze hier ein bisschen für sich nutzen? Weil wenn ich über YouTube Money und Amazon Links mir einen Mustang verdienen will, dann, ja, dann spare ich noch in 500 Jahren dafür. So. Gucken wir mal, was dieser blöde Devin da für uns hat.
this shit already? Well, figure it out. Wechsle zu Trevor. Okay. Das war's wieder mit Strictly Franklin. Schade, ich dachte eigentlich, ich müsste den jetzt abschießen. Okay, booting up. You can use the sticks to move the camera. Zoom in and out. It'll pick up pedestrians carrying the 2012 SA State License. If you target them, the scanner accesses the database and pulls their record. Ja, toll. Wo muss ich denn jetzt ranzoomen? Ach so, Franklins Position. Okay. Boah, den kann man von so weit ja gar nicht sehen. Ja, dann scan doch jetzt. Halte R2 gedrückt. Ah, okay. Public exposure. What's the deal, Franklin? Man, fuck that. I got a high ass, homie. What time to pick a brother up for any old shit? You want me to take it out on the LSPD representative sitting beside me? Man, just get to how. Dude, we looking for us down that way. I'll follow the car. Howie! Okay. You heard the man. Wherever you want to go. Boah, nach da hinten? Mein Gott. Krieg ich das überhaupt von hier aus gescannt? You arrested my African-American friend for a minor infraction? So, ich denke mal, den hier werden wir als erstes sehen. Oder da. Außer Reichweite. Immer noch außer Reichweite. Ja, komm, zeig mir den mal hier. Ah, jetzt. Jetzt gleich haben wir ihn. Höchstgeschwindigkeit. So, beide gescannt und jetzt abhören. Ja, war's das jetzt? Muss ich noch mehr lauschen? Mann. Mann, wie lange muss ich ihn noch belauschen? Komm, das war doch genug. Ah, okay. Östlich, das ist hinter uns. So. Mein Gott. Not our suspect. Look at these two going at it. Nothing like a middle-aged brute fucking a dingy back alley to prove romance ain't dead.
Zack. So, da haben wir ihn. Come in, Franklin. We've got a positive ID on the suspect. I repeat, we have visual on Chad Mulligan. No vehicle in sight. All right, look, cool. We're looking for his lockup, dog, all right? Stay on and look out. Roger that. Ja, dann bleiben wir mal an ihm dran. Toll, belauschen bringt ja nichts. Der sagt ja jetzt eh nichts. Da kommt ein Hund, hoffentlich beißt er dem so ins Bein so oder pisst dem ans Bein. Wo latscht der denn hin? Easy, pal. He's in quite a fragile state emotionally. Nice, great. You've upset him. Oh nein! Ah, da haben wir ihn. Weiter belauschen dabei. Ja. Ja, kommt er ja jetzt wieder hier raus. Okay. Ah, da. Oh nee, das gibt jetzt eine Verfolgungsjagd wieder. What happened? Hey, look, just stay on him, man, and let me know where he is. Suspect sighted going south on Dutch Drive. Ja, das ist ja eine echt aufregende Mission. Total aufregend. Seid ihr auch so aufgeregt wie ich? Oh. Da hinten kommt Franklin. Oh, das sah fast nach einer Sackgasse aus. Ich dachte, der hat sich jetzt bla. Ja. Boah, der fährt aber auch wie der Teufel. Ja, also spannend ist ein bisschen anders, oder? Aber naja, wieder was Neues. GTA 5 überrascht ja immer wieder mit neuen Tätigkeiten. Ich bin ja immer wieder überrascht, was man in diesem Spiel alles machen kann. Oh, was war das denn? Ein Hänger. Hoffentlich spiegelt sich das nicht nachher in der Aufnahme wieder, dass jetzt der Ton oder irgendwas verzogen ist. Boah. Da sieht ihr die kleine Lücke in der Mauer. Ach ja. Ja, guck mal, Franklin, Scheißfahrer hier. So. Ja, Parkhaus. Fahr da rein. Halt mal das Gebäude mal so im Blick. Was da so abgeht. Wo steckt der? Er hat wohl gemerkt, dass wir den mit dem Heli verfolgen, glaube ich. So, jetzt kommt bestimmt gleich, dass ich zu Franklin wechseln muss. Oh! Wärmesichtmodus. Da haben wir ihn doch. Okay, I'm seeing things a little more clearly.
Obwohl, da sind auch welche. Ja, toll, der kann das, der kann ja jeder sein. Jetzt gehe ich mal auf Lauschangriff. Zoome Franklin heran. Ja, wer ist denn Franklin? Ist das Franklin? Nee, das ist er bestimmt nicht. Da sagt auch keiner was. Na, da. Voll spannend eigentlich, das so zu sehen. Okay, das war er offensichtlich nicht. Und ist er? Da. Oh, das ist der auch nicht. Ja, wer kann das denn dann noch sein? Ja, ich glaube ja nicht, dass er da ins Parkhaus gefahren ist, sondern an seinem Auto lehnt. So, hey, geil, ich habe ihn abgehangen. Nie im Leben ist er das. Mein Gott. Ja, dann zoome ich jetzt nochmal an den ran. Oh, scheint er jetzt zu sein. So, einfach abknallen. Und jetzt weg mit dem Auto. Mr. Clinton. Wo komme ich denn jetzt hier raus? The Z-Type? Mr. Weston will be glad you called. Boah, das ist ja ein richtiger Rolls-Royce hier. We're on the way to his personal hangar at Los Santos International. I'll tell them to expect you at the gate. So. Im guten Zustand, oh, das wird ein Problem. Also, ich kann Autos ja abliefern, aber im guten Zustand, das ist immer so eine Sache. Wenn er sich gut fahren lässt, kein Problem, weil die meisten Autos lassen sich ja nicht allzu gut fahren. Gucken wir mal, was wir da machen können. Gott sei Dank ist ja Nacht. Da ist nicht so viel auf den Straßen los. Dann könnte ich es ja tatsächlich mal schaffen, ohne eine Macke. Oh nein. Ey, ich hab's gesagt und ich hab noch keinen Unfall gebaut. Ah, seht ihr, ich wusste es doch. Spätestens jetzt hätte ich, jetzt, da musste ich ja jetzt ein Schild umfahren. Sonst wäre das ja perfekt gewesen. Und das kann ja nicht sein, dass ich ein Auto perfekt abliefere. Dafür bin ich so ein Chaosfahrer. Dafür fahre ich viel zu viel Need for Speed und Burnout. Na gut, ich fahre jetzt aber mal nicht Vollgas, sondern guck mal, dass ich immer so ein bisschen abbremse. Total Gameblamer unlikely. Oh, das sieht genau aus wie der Kölner Flughafen. Oder der Düsseldorfer Flughafen. Woher ich das weiß? Tja, ich fahre da ja öfters mal hin. Und verreise. Hey, I'm supposed to meet Devin Weston here. Mr. Weston's hangar is up there on the left. Boah,
Devin Weston. Wenn er so reich ist, warum muss ich eigentlich diese ganzen Autos klauen? Mal ernsthaft. Am liebsten würde ich jetzt in die ganzen Clones da reinfahren. This beauty was a woman, I'd have to break my 20 and under rule. Man, I'll just stick to driving, all right? Hey, tell me something. You know how many of these things they made? Shit, like 10? No, not like 10, man. Exactly 10. Oh, wow, man. You one of them type of dudes, huh? Tell you something. How'd you like to drive a car like this one, then, man? For real. Like this? Or this? Oh, man, right back at me, homie. Really nice. Hey, you know something? You're not like those snowbird retiree pals of yours. You are sharp, man. Man, I'm just looking for a paycheck for my services. No, no, don't worry. It'll come. That'll come. But right now, it is life lesson time, pal. You have got to wake up to what's real in this situation, bro. Take me, right? I am opportunity. I'm security. I'm fast cars, blow jobs. I got the world on a plate. Those two clowns, oh man, they are the worst kind of disaster that can ever come down. They are a full core meltdown, and you're just standing there soaking up major radiation. You have got to take stock, man. Make that call before it's too late. Yeah, all right, man. I will. Before it's too late, man. Yeah. Just take any car and go. Und das möchte ich auch mal, dass das jemand zu mir sagt. Nimm einfach irgendeine Karre und geh. Begib dich zum Flughafenausgang. Stehen hier noch welche rum? Ich will jetzt gerne in den Jet steigen. Na komm, wir nehmen... Nee, nicht die. Wir nehmen die Karre da. Die sieht irgendwie kantiger aus. Sie sieht aus wie ein nachgebauter Dodge Avenger. Mit dem habe ich ja auch geliebäugelt, bevor ich mir den Cruise geholt habe. Ich wollte ja entweder einen Dodge Avenger oder den Chevrolet Cruise. Und der Dodge Avenger ist klasse. Wer das, den Wagen nicht kennt, der sieht auch... Das ist der, mit denen die auch immer bei Navy CIS durch die Gegend karren. Ja. So sieht's aus.